Und da ist das Mario. Ich glaub's ja gar nicht. Das Mario. Schön, dass man sich auch mal sieht. Ich glaube, er streamt gerade, wenn mich nicht alles täuscht. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen auf einer brandneuen Karte. Herzlich willkommen auf der Map Freifurt 2016, die im April 2017 veröffentlicht wird. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Soweit ich das in der Readme gelesen habe, liegt es daran, dass die Map eigentlich schon Mitte letzten Jahres fertig war, aber dann die Ansagen und so weiter sich ein bisschen verzögert hatten. Deswegen nicht schlimm. Sonntag, 16. April, werden wir hier als Veröffentlichungsdatum angeben. Und ja, wir fahren heute die Linie A. Also es ist jetzt hier nach Buchstaben anscheinend geordnet. Wir fahren mit dem Brennstoffzellenbus. Erstmal ganz herzlichen Dank an meinen Zuschauer Bus OMSI TV, glaube ich, der mir seine Version des Brennstoffzellenbusses immer zur Verfügung gestellt hat. Wir sind ja neulich in Hamburg schon mal eingefahren von dem guten Leon. Und heute fahren wir mal hier diese Variante. Also sieht relativ ähnlich aus. Ich habe mir hier diesmal das Omnibus Müller Repaint ausgewählt, weil es einfach vielleicht am besten passt. Ist besser als ein BVG Repaint. Ja, genau. Ist so ein bisschen unscharf hier. Jo, machen wir mal die Elektrik an hier. So, und hier ist schon mal vom Ibis wohl noch ein kleiner Fehler. Hier war früher mal das Ibis. Ist ja jetzt mittlerweile weg. Ja, es gibt ein neues Liniensystem auf der Map Freifurt. Man kennt es ja noch von früher, alte OMSI 1 Map, legendär eigentlich. Und jetzt haben wir also Linie A, B und C und dann noch eine andere Linie. Habe ich gesehen, also wirklich mit Liniennummer. Ja, Linie 63 ist das in dem Fall. Wir fahren heute von Nebelau nach Moosbach. Also wir haben auch den Fahrplan Halter mit drinne, Nebelau bis nach Moosbach, die Linie A, über Freifurt ZOB. Ich glaube, die Linie sind wir auch als allererstes damals in der anderen Version gefahren. Ja, genau. So, geben wir da mal ein. Jetzt habe ich natürlich schon wieder vergessen, was ich eingeben musste. 00014, Route 10, alles klar. So, und dann gucken wir mal. Ach, wunderbar, Linie A, Stadtbus Moosbach. Gut, das ist auch noch nicht ganz korrekt. Ich soll euch natürlich wieder darauf hinweisen, ihr sollt eure Meinung zu dem Bus in die Kommentare schreiben. Ihr werdet das ein bisschen sehen. Von innen sieht das so aus wie immer, brauche ich euch nicht großartig sagen. Was haben wir für eine Türsteuerung? Da müsste die hintere Tür wieder so sein. Wartet. Ja, und die anderen beiden können wir so öffnen. Ohne Türpiepen. Weiß ich nicht, ob das... Ja doch, müsste eigentlich so eingebaut sein vom Entwickler. Genau. Hier an der Seite sieht die Matrix ein bisschen anders aus, auf jeden Fall. Hier sieht es ein bisschen heller. Ja, so, dann würde ich sagen, wollen wir sie reinlassen gleich. 11.18 Uhr ist Abfahrt. Überhaupt jemand mit? Ne, okay. Stadtbus Moosbach heißt das. Okay, na mal gucken. So, bevor wir abfahren, gönne ich mir noch kurz einen Booster XXL. Einfach Kult. Muss einfach sein heute. Haben wir uns ja schon im Stream gegönnt. So. Genau. Dann würde ich sagen, ihr macht bei mir den Ton gerade noch ein bisschen lauter. Und dann fahren wir los. Ach so. Bin gleich wieder da. So. Omni Navigation spackt manchmal ein bisschen rum, indem das verschwindet kurz vor der Abfahrt. Und jetzt, also wir haben andere Sounds hier, habt ihr gehört? Jetzt ist Omni Navigation wieder da. Ist auf jeden Fall nicht der Standard-Sound vom Facelift. Das Ding ist nach wie vor privat. So, mal gucken, ob wir Ansagen haben. Hier muss ich einmal, glaube ich, mit Q selber weiterschalten. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie an Bord der Stadtbus A und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt.
Haltestelle Nibelau Marktplatz. Das ist cool. Das ist cool gemacht. Ansagen sind vom Flo, heißt der auch, glaube ich. Der hat auch einen sehr schönen Vornamen. Der ist auch bei verschiedenen Unternehmen in Deutschland auch der reale Ansagensprecher. Kennt man auch von früher noch von der Map Gladbeck. Finde ich, macht auch gute Ansagen. Ist jetzt nicht mein Lieblingsansagensprecher, aber macht das trotzdem souverän und gut. Hallo. Hallo. Einmal normal. Ja, 2,70. Okay, wir haben hier also Euro. Ja. Ich glaube, das war zu viel drin. Ja, halt dein Maul. Werd doch Mathelehrerin, ey. So, das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich anders aus als früher. Deutlich verbessert. Das sieht auch überhaupt nicht mehr nach OMSI 1 jetzt hier aus, dieser Abschnitt. Da haben wir auch noch neue KI-Autos von Hamburg. Ich bin gespannt, ob das mit der AI das hier funktioniert. Ich musste mir den U407 rausnehmen. Weil man ja hierfür das Stadtbus-Add-on braucht. Das braucht ihr auf jeden Fall. Wenn man sich der AI-List ändert, dann braucht man es nicht. Ne? Und dann stand da noch irgendwie, ich glaube, Hamburg und noch irgendeins. Keine Ahnung, da stand aber dahinter nicht zwingend. Deswegen, da hätte man sich auch die AI-List einfach ändern können. Einfach die Hamburger Key-Autos rausnehmen. Ich glaube, es wurden keine Hamburger Objekte hier verwendet. Ich fahre selber auch zum ersten Mal auf dieser Map gerade. Also in dieser 2016er Version. Mein erster Eindruck ist durchaus positiv. Viele Bauernhofgeräusche hier, das sind die, glaube ich, von Grund auf, die man einfach genommen hat. Das ist völlig okay. Deswegen, ich möchte euch hier einen kurzen Einblick in die Map geben, für euch die runterladet. Ich denke mal, ihr müsst, wenn ihr alle Add-ons da haben solltet oder eben die AI-List selber verändern könnt, wenn ihr das halt könnt, ne, dann denke ich mal, stellt sich die Frage nicht, ob ihr euch das runterladen solltet oder nicht, dann holt ihr euch das einfach. Moin Money. Ja, dann gucken wir mal. Also vom Fahrplan her, da hatte ich auf Freifurt immer, das war ich immer ein bisschen früh dran. Das scheint jetzt nicht so zu sein. Aber mal gucken, was die Linie noch so bringt. Also Feedback ist dem Ersteller des Busmodes sehr wichtig, habe ich gehört. Also schreibt in die Kommentare, wie gefällt euch der Bus. Könnt auch gerne Kritik zu deinem Map schreiben. Denk mal, was Positives, das sieht man hier auch. Wenn euch etwas jetzt besonders gefällt, könnt ihr das natürlich auch positiv reinschreiben. Also haut die Kommentare voll, wie immer. Könnt auch gerne eine Diskussion starten. Ihr kennt das ja, ne? So. Hier würde sich wahrscheinlich doch eher ein Überlandbus eignen. Auch wenn, da steht hier Stadtbus Moosbach. Nächste Haltestelle, Lengenfeld. Genau, als KI-Busse fahren hier Facelifts rum. GNs, ganz normal aus dem OMSI. Der U407 fährt rum. Solaris Ubino 10 fährt rum. Also es ist schon sehr vielfältig. Ich finde es halt immer doof, wenn man jetzt eine AI-List nimmt, wo wirklich Paver-Busse mit drin sind. Das ist echt nicht schön. Da würde ich das... Oder man kann das machen, aber man muss eine Alternative anbieten, finde ich, wenn dann. Weil es gibt doch noch Leute, die können das nun mal nicht selber, die AI-List bearbeiten. Ich kann es und ob das nur funktioniert, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall kann ich die Map spielen und darum geht es mir. Also ich muss jetzt auch nicht unbedingt KI-Verkehr haben. Das ist mir dann wurscht. Also solange ich hier selber ein bisschen über diese schöne Map fahren kann, ist mir das egal. Auch hier sehr aufwendig gestaltet, hier dieses Kaff, was wir hier haben. Eine Tanke noch. Also hat auch vielleicht ein bisschen was von Tettau noch. Die Downloadgröße war auch relativ klein, muss ich sagen. Also war im Nu runtergeladen, im Nu war es installiert. Ja,
hatte zum Anfang doch Probleme, weil man muss sich doch relativ viel zusätzlich runterladen. Meistens habe ich ja schon alles. Aber hier war es wirklich so, ich hatte zwei Sachen noch nicht. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. 2,70 wären das. Danke. Bitte sehr. Also ich hatte einmal dieses Ampelset aus Telto nicht und dann noch einmal irgendwelche Splines nicht. Manchmal sind die auch unvollständig bei mir, deswegen fehlt das manchmal. Also da wird dann die Map gar nicht geladen, weil da nur eine kleine Datei fehlt. Aber da hat diesmal ordentlich was gefehlt. Aber ist ja kein Problem. Logfile guckst da rein, installierst das und dann läuft das. Momentan ist es noch nicht kompatibel mit Omni Navigation. Da wird vielleicht auch ein Update kommen von Omni Navigation. Ansonsten müsst ihr so wie ich mal einfach das selber machen, Karten konfigurieren. Kriegt ihr selber hin, da ist eine kinderleichte Anleitung mit dabei, also das kriegt selbst der Dümmste kriegt das hin. Und wenn ihr es immer noch nicht wisst, dann gibt es auch Tutorial auf YouTube dazu, wie man da Karten hinzufügt. Weil mit Hilfsfeinden ist es dann doch nicht so schön. So, jetzt haben wir hier mal so ein bisschen, ja, Felsen und sowas. Hat ein bisschen was von der Map Felsheim. Ja, komm, du lässt mich noch hier. In diesem Abschnitt erkenne ich doch tatsächlich auch wieder. Und da ist das Mario. Ich glaub's ja gar nicht. Das Mario. Schön, dass man sich auch mal sieht. Ich glaube, er streamt gerade, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt muss ich mal gerade mein Handy hier herholen. Das ist auch alles spontan, was ich jetzt hier mache. Mario streamt nämlich gerade. Ich guck mal gerade rein, ob er da im Einsatz ist. Hallo. Hallo. Guten Tag. Da muss ich gerade mal rinkicken. Ja, das Mario live auf Frankfurt läuft. Da sehe ich mich gerade selber. So, schreibe ich mal Moin. Mal gucken. Nächste Haltestelle, Fischhof. Kann leider natürlich jetzt nicht zuhören im Stream. Ist der kleine Wunsch ja doch noch in Erfüllung gegangen. Weil wir wollten im Stream uns ja eigentlich irgendwo treffen, aber dann ging meine Linie nicht so lange. So, dann schreibe ich mal noch, dass ich die Linie gerade aufnehme. Und dann war es das auch. Dann verabschiede ich mich auch aus dem Stream wieder. Dann will ich auch weiter ordentlich. So. Jetzt sehe ich ihn zwar nicht mehr, ist mir auch egal. Hallo. Moin. Also Fahrplan ist entspannt, weil ich kann währenddessen schreiben. Nächste Haltestelle, Markgraf. Markgraf, das ist ein bisschen seltsam. Wo muss ich ihn da anhalten? Eieiei, da muss ich gerade mal gucken. Wenn ich das jetzt hier eine Scheiße mache. Ist die hier die Haltestelle? Scheiße, wo ist denn die? Oder ist die da? Eieieiei. Jetzt ruckelt das bei mir. Oder warte, ja, jetzt ruckelt das. Mal gucken. Das ist halt Omsi, ne? Wir warten mal einen Moment und dann hat sich das auch wieder. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, wo ist die Haltestelle, Markgraf? Ist sie doch hier? Was natürlich sein kann. Da müssen uns mal die alten Hilfsfälle weiterhelfen. Ach nee, da vorne ist sie. Na, seht ihr. Weil das sieht so aus, als ob du hier diese kleine Seitenstraße rein musst. Okay, muss man sich erst dran gewöhnen. Ist okay. Dadurch, dass ich die alte Omsi 1 Map lange nicht gefahren bin, wüsste ich auch nicht, dass hier eine Haltestelle ist. Sie war früher hier, jetzt erinnere ich mich natürlich. Ich hätte gerne
eine normale Fahrkarte. Jo. Danke. Bitte. Auch schön, dass eine Eurokasse drin ist. Einfach, muss einfach mal sein. Und JPM ist auch mit dabei. Es gibt's ja gar nicht. Also wirklich die komplette Bande so. Das ist doch herrlich. Was fährt JPM gerade? Oder fährt auch Jagd? Das sieht man hier nicht, weil es hier wieder Montag, Freitag, Montag bis Freitag, Sonnabends- und Sonntagslinien gibt. Nächste Haltestelle: Johann Andreas Schneller. Umsteigemöglichkeit. Ist mal Kickdown jetzt. Also, ich finde den Sound relativ geil, muss ich sagen. Gefällt mir auch besser als der Standard-Sound. Würde ich sagen, kann man fast schon so lassen. Hallo. Hallo. So, dann werden wir auch gleich den ZOB erreichen. Weißt du, die Map ist, vor 2 Stunden ist die rausgekommen. Vor nicht mal 2 Stunden ist die Map rausgekommen und schon fahren sie alle. Also das ist auch mal wieder ein Zeichen. Was ist das Geile an Freeware-Maps? Ganz klar, jeder kann sich sofort runterladen, zusammen um sie zocken. Und das ist doch das Schöne. Und nicht, dass ich meine, wo dann vielleicht viele Leute drauf fahren könnten, auf einer riesigen Map mit 30 Linien oder 35 Linien und dass ich dafür dann 35 Euro verlange. Das ist doch nicht, worauf es ankommt, sondern sowas ist doch gerade das Schöne am Omsi. Bleib stehen, Junge. Ja, ein bisschen ziehen, ja, das hat er noch nicht so raus. So, der Basti, der fährt auch. Normalerweise, die meisten Leute haben immer hier eine Betriebsfahrt drin, ne? Wenn ich da nachgucke. So, da vorne haben wir einen Facelift. Genau. So, jetzt natürlich die Frage, wo muss ich anhalten, ne? Ja, das ist halt immer ein bisschen scheiße an Omni Navigation. Wow. A muss dort anhalten. Jo, alles klar. 63 ist eine Ringlinie. Lese ich hier gerade im Chat. Interessant. So, was hat man am Busbahnhof gemacht? Von der Streckenführung her nicht so viel. Man hat hier ein paar Bussteige mit hingepackt, sodass sie nicht mehr hier auf die Straße einsteigen müssen. Ne? Und... Och ne, was ist mit euch denn schon wieder? Ja, ansonsten ist das hier relativ gleich geblieben. So viel konnte man jetzt ja auch nicht rausholen. Ist schon okay. So, jetzt, wollt ihr jetzt mit? Ihr Penner. Das ist schon ein bisschen komisch. Man hätte doch auch da hier anhalten können und dann, naja, das ist okay. Weil ich habe hier eben echt relativ behindert angehalten. Also das sah nicht vorbildlich aus. Das war ungefähr so vorbildlich wie die Betriebsfahrt in meinem Stream neulich. Das finde ich zum Beispiel sehr schön gemacht hier. Mit diesen Ansagen. Nicht nur am Anfang, sondern auch nach dem ZOB. Und jetzt eigentlich noch den Bahnhof oder so? Ach ne, wenn ich einfügen drücke, geht er nach oben. Und hier noch ein Bahnhof. Ne, weil irgendwo habe ich auch, also wenn du die Map lädst und keinen speziellen Spawnpoint ausgibst, dann ist es so, dass du irgendwo bei einer Bahnstrecke, wo dann auch eine Haltestelle ist, dort wirst du gespawnt. Na, mal gucken, vielleicht sehen wir das noch heute, ansonsten sehen wir das in irgendeiner Folge beim nächsten Mal. Wir werden nach dem Fernbus-Simulator und GTA jetzt gekommen sind, wird dann nächstes Wochenende wieder eine Freifurt-Folge kommen. So, bist du mit? Ja. Ja, es war aber spät da hinten. So, Lumpi fährt auch gerade auf Freifurt, sehe ich hier gerade.
Allerdings ohne Omni-Navigation, das ist ein bisschen schade. Sonst hätte man sich hier noch getroffen auf der Map. Nächste Haltestelle, Stettiner Park. Stettiner Park. Hier nochmal unser Bus. Brennstoffzellenbus. Alles zu Brennstoffzellenbusse, umweltfreundliche Bus an sich, ist in dem Video auf Hamburg zu finden, wo wir den anderen Brennstoffzellenbus von Leon gefahren sind. Das Thema hole ich heute nicht nochmal an. Heute geht es dann mehr um die Map. Also ich finde die Map sehr schön. Die Linie ist mit 20 Minuten optimal für ein Let's Play. Ich kann sie eigentlich jedem weiterempfehlen, sich die runterzuladen. Sie ist kostenlos. Aktiviert Omni Navigation. Ich glaube, hier wird in nächster Zeit öfter gefahren auf dieser Map. Sie ist schön gemacht. Sie ist natürlich nur überarbeitet. Das heißt, da ist jetzt nicht so viel Eigenleistung hinter. Aber wen juckt das, ne? Solange wir Spaß dabei haben, ist doch alles in bester Butter. Ach, das ist diese Strecke wieder. Ja, die mochte ich nicht so in der alten Version. Und die werde ich auch jetzt nicht mögen, weil sie so eng ist. Ich würde ja gerne noch weiterfahren nachher hier. Das Ding ist, ich werde die Folge gleich hochladen. Weil sie einfach außerhalb der Reihe kommt und Dienstag soll dann auch GTA kommen, so wie ich es schon immer versprochen habe. Ja genau, das kennen wir noch von früher alles. Das ist jetzt nicht großartig neu. Die dritte Tür wird fast gar nicht genutzt. Ist auf jeden Fall interessant. Wenn noch Fragen irgendwie zu der Map sein sollten, ne? Also der Kreisverkehr ist neu hier. Das war vorher total undurchsichtig, glaube ich, hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Das war eine total behinderte Stelle. Wenn Fragen zu der Map sein sollten, ihr irgendwelche Fehler habt, natürlich könnt ihr im OMSI-Forum auch den Entwickler fragen, wenn irgendwas Technisches sein sollte. Ansonsten, mich könnt ihr auch immer fragen, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung. Ansonsten verweise ich euch dann auch aufs OMSI-Forum. Nur, da ich auch weiß, wie manche da drauf sind im OMSI-Forum, könnt ihr mich auch immer gerne fragen, wenn noch irgendwas sein sollte. Dazu sind die Kommentare ja da, wenn das jetzt nicht jeder mitlesen soll. Oder wenn ihr etwas Ausführlicheres zu schreiben habt, dann nutzt lieber die PN. Ne? Habe ich neulich auch wieder eine Frage bekommen. Wie macht man das mit einer PN? Kanalinfo und dann auf Nachricht senden. Hm. Was nochmal? Na, nu reicht aber auch. Nun sind wir auch gleich da. Vielleicht hat man da sich ja mal was Neues einfallen lassen, beim Eissportzentrum. Und nicht eben die Falkenseer Turnhalle hingesetzt. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall haben wir schöne Bürgersteige links, gefällt mir. Die Haltestelle ist, glaube ich, nicht Eissportzentrum. Okay, das ist nur Falkensee-Objekte, okay. Ist aber auch, kann man natürlich auch mal sagen, das Positive daran ist, dadurch, dass eben hauptsächlich spannende Objekte verwendet wurden. Es ist für Leute mit einem schwachen PC auch gut möglich, diese Map runterzuladen und zu spielen. Weil es auch eine kleine Map ist. Also auch eine kleine Anfänger-Map. Die Strecke ist jetzt hier ein bisschen schwerer, aber würde ich auch trotzdem jedem Anfänger vielleicht empfehlen. Ist jetzt nicht so die Profi-Map, ne? Das ist jetzt nicht Oberbuchholz oder sowas.
Obwohl diese Map mir besser gefällt als Oberbuchholz, weil sie auch einfach stabiler läuft, so. So, Endhaltestelle bitte aussteigen. Ach, das ist wieder diese Haltestelle hier. Die kenne ich da auch noch von früher. Das hat man ein bisschen aufgemotzt hier. Das sah mal anders aus. Hier rechts, das ist auch schicker geworden. Das ist alles schicker geworden, wirklich. Das ist vom Prinzip her gleich, aber es ist einfach schicker geworden. Ja, oder wie man... Weiß ich nicht, wer sagte das denn noch? Dasselbe, aber anders. Dasselbe, aber anders. Das kommt mir da gerade in den Sinn. Kleine Anekdote hier. So, ja, hinten haben wir auch, ne? Leute, was war das jetzt hier? Das ist Omni Navigation, was da rumspackt. Hier, ne? Gut, dann würde ich sagen, Tür zu, Motor aus, Kreisverkehr. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. So, das war es gewesen sein. Hier aus Freifurt. Link in der Beschreibung. Danke fürs dabei sein. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Bock habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns mit verschiedenen Projekten unter der Woche. Die wünsche ich euch jetzt auch eine wunderbare Woche. Schöne Ostern noch. Ciao, ciao.